Jonas Bremmer hier in Altenlotheim. Eine Gemeinschaftsaktion der Verein, Altenlotheimer Vereine. Welcher Zweck? Ja, Zweck ist einfach, die Leute in der Region zu unterstützen, die hier ankommen aus der Ukraine. Wir haben jetzt seit rund 60 Tagen Krieg in Europa. Immer mehr Menschen kommen halt auch im Landkreis Waldeck-Frankenberg an. Und da haben wir gesagt, wir wollen gerne die Menschen unterstützen, auch die helfenden Menschen unterstützen. Und dann ist kurzerhand eine wunderbare Veranstaltung auf die Beine gestellt worden. Welche Altenlotheimer Vereine sind denn dabei? Das fängt an mit dem Hausfrauenverein, von dem die Initiative ausgeht. Die haben eigentlich mit der Idee eines Waffelverkaufs gestartet und haben den Gesangverein angesprochen, ob wir vielleicht ein, zwei Ständchen singen können. Und dann ist innerhalb kürzester Zeit eigentlich eine relativ große Veranstaltung raus geworden. Der Sportverein, die Freiwillige Feuerwehr und der Jugendclub sind auch mit im Boot. Und so haben wir wirklich richtig groß was auf die Beine gestellt. Jonas, vielen Dank. Gerne. Until we meet again.
Das ist er.